Tagebuch. Und jeder von uns hier, der auf der Bühne steht, hat ja eine Menge, auf jeden Fall, Drugs. Sex. Das ist vorbei. Obwohl. Und da hat der eine oder andere immer Geschichten zu erzählen und mittlerweile hört man die Geschichten natürlich so, wenn man im Bandbus rumfährt, dann schon das fünfte Mal, aber man hört dann noch aufmerksam zu und sagt, alles klar, da kenne ich schon auswendig, aber ich höre nochmal zu. Aber ist egal, es gibt manche Sachen, die wirklich sehr interessant und spektakulär sind. Unser Freund, der Michael Behm, hat zum Beispiel eine Geschichte erzählt. Du hast ja ein Mikrofon, kannst du jetzt mal erzählen? Hm? Also wir waren mit Roni Fischer 80 in Bulgarien. Und da hat man ja mal in guten Hotels gewohnt und wie gesagt, dann ist irgendwann auch der Tourneekoller gekommen. Und da haben doch unsere beiden Keyboarder eines Tages eine Flasche Fit. Ja, also wir haben uns immer unterwegs ein bisschen selbst versorgt, weil wir nicht wussten, was auf uns zukommt. Ja, du musst dazu sagen, dass der Bulgarien quasi mit zum Ostblock gehört hat, also da gab es auch Fit. Da gab es auch Fit. Nee, Fit haben wir mitgenommen. Was? Fit haben wir mitgenommen. Ach, doch mitgenommen. Also, um die Teller zu waschen. Alles klar, okay. Wie gesagt, und eines Nachts flog dann diese Flasche Fit aus dem Hotelfenster und genau rein in den Springbrunnen. Und wir kamen früh aus dem Hotel und da war wirklich nur Seifenblasen, also der ganze Brunnen. Das war ein cooler Gig. Jan Sophia hat quasi geschäumt vor Euphorie. Beifall für diese Geschichte. Das nächste Mal erzählt unser Freund Leo, wie es mit Reform auf Tour war. Das nächste Mal. Ja, da muss er sich erst drauf vorbereiten, weil da gibt es so viel zu erzählen, dass wir das erstmal auch jugendfrei und selektieren müssen. Also, was da so. Oder hast du schon eine jugendfreie Geschichte bei der Hand? Nein. Nee. Gab's nicht. Ja, ich könnte ja ein paar Geschichten von Stern Meißen erzählen. Aber das interessiert ja keinen. Also, insofern. Gut, dass ich die Kurve gekriegt habe jetzt. Oder? Yeah.
Furche.